Hi, ho, da bin ich wieder, Freunde. Okay, wir machen glatt weiter hier an dieser Stelle. Oh Gott. Muss mal kurz meinen Maus... Oh, verdammt. Ich musste den Mauszeiger bei mir entfernen. Hier ist übrigens einer dieser Stellen, von der ich gesprochen habe. Ah, verdammt mal. Ich müsste mal eben wieder das Gamepad irgendwo anders hinlegen. Das ist hier, wie gesagt, einer dieser Stellen... Ah, verdammt. Aus dem man nicht mal rauskommt, wenn man reinfällt, ja? Und da verreckt man dann halt drin. Und das würde Stunden dauern. Also für die NES-Spieler früher tut's mir echt leid. Oh Gott, das war knapp. Okay. Auch ein fieses Versteck, Freunde, oder? Ey, wie soll man denn sowas rausfinden, frage ich mich. Also man musste da früher echt Langeweile haben und man musste da wohl alles durchsuchen, was es so gab. Wow. Okay. Ah, jetzt kommen hier wieder etliche Feuerspucker. Aber wir bekommen hier unser letztes Item. Wir haben ja eigentlich schon so gut wie alles. Und ihr hört richtig, ich habe wirklich fast... Also das ist das, was man hier haben kann. Es ist wohl eine neue Waffe. Und es ist der Wave Beam. Yes! Ja, wichtige Waffe. Weil erstmal stärkste Waffe. Und wir können Gegner auf dem Boden treffen endlich. Ah, das ist wirklich nützlich. Und er macht halt, wie gesagt, mehr Damage. Ist auch noch so ein wichtiger Aspekt. Mann, wartet mal. Irgendwie liegt mir mein Gamepad scheiße. Okay, jetzt ist es besser. Okay. Hätte ich schon mal so erledigt. Wir müssen aber nochmal weitergehen. Ja, um noch die letzten Goodies dieses Levels uns zu holen. Ja, dafür können wir sie jetzt natürlich wieder nicht einfrieren, wa? Ach, ist das lächerlich, was ich hier mache. Oh. Okay. Aber, wie gesagt, dieses Einfrieren ist eh Blödsinn. Der Wavebeam hat eben halt den Effekt, dass er durch harte Materialien durchschießen kann, ja. Später, in den späteren Teilen, gibt es halt noch andere Beamformen und Sorten, aber die kommen hier jetzt nicht vor. Hier gibt es halt nur den Wavebeam noch als zusätzliche Waffe. Was soll denn das? Ich drücke ganze Zeit nach rechts. Ach, geht doch. Und übrigens dieses Level, ich glaube Norfair hieß das Areal. Ich glaube, das ist Norfair. Wow. Ist hier hauptsächlich nur als wirklich für die Goodies gedacht. Ja, also so ein Übergangslevel. Bei Metro Prime heißt das Magmoor, das Level, so eine Art. Ja, das ist auch nur so ein Übergangslevel. Das war dumm, was ich da gerade gemacht habe. Oh, verdammt. Geh hoch. Oh, Mann. Geht doch. Und hier ist übrigens einer dieser Szenen, wo ich eigentlich am liebsten mit einem Safe State arbeiten würde. Oh, nee, ich gehe lieber runter. Ah, hier ist nämlich diese Stelle. Okay. Ich glaube, hier kommt man noch hoch. Ich glaube, hier kommt man nicht hoch. Irgendwie ganz doof. Ja, wir müssen trotzdem noch viel raufballern. Aber immerhin, ja, das ist schon wesentlich besser. Mann, das war hier auch. Hier nicht. Ach. Nee, hier war nur. Genau, das war jetzt eigentlich sozusagen das Ende des Levels. Mehr haben wir hier nicht zu holen und zu machen. Und von daher gehen wir auch wieder zurück. Schön da ein Power-Up drinne. Schön aufpassen. Nein! Ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Ey! Wir sehen uns gleich wieder hier. Das ist das, was ich meine! Wie soll ich hier rauskommen? Hier kommst du nicht mehr raus. Ey, was für eine Scheiße. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ja, ich habe mich wieder hierher gespielt. Und ich sage ja, wenn jemand... Der das schon, weiß ich,
den ganzen Tag spielt und auf dieser Weise stirbt, der kotzt echt ab. Oh, jetzt macht er nicht die Screw Attack. Oh, hat Glück gehabt. So. Naja, dann muss er halt, dann startet er wieder am Anfang, ja. Also, nee, wahrscheinlich am Anfang dieser, dieser Karte würde er... Was ist denn das? Am Anfang der Karte würde er wieder starten. Aber er müsste halt die ganzen Leben und Raketen, glaube ich, zum Teil wieder auffüllen. Das ist halt das echt ätzendste von allen. Aber naja. Und das sind eigentlich nur so die Fallen hier. Und hier wollte ich eigentlich ein Safe-State vorher machen, aber habe ich jetzt diesmal nicht gemacht. Und dafür durfte ich gleich bluten. Toll. Nein, 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 nein. Oh Gott! Okay. Im Prinzip, wie ihr seht, macht mir die Lava kaum Damage, aber trotzdem, man muss immer ein bisschen vorsichtiger sein. Okay. Also hier war der Wave Beam unten. Wir müssen jetzt halt wieder raus aus der Karte. Boah. Wow. Und hier ist nochmal so eine scheiß Szene. Oh, Glück gehabt. Ach, Mann. Aber hier kommt nicht so ein dummer Ball wieder vorhin. Das ist nicht ganz so schlimm. So, und hier waren Items. Die habe ich vorhin gar nicht genommen, oder? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich die gesammelt habe. Oh. Schnell nochmal nachchecken, Freunde. Die hätte man schon auf dem Hinweg sich holen können. Bin ich doof. Immer nochmal nachgucken. Ah, das ist das, was ich meine. Ich habe das schon öfters mal durchgespielt und dann fehlte mir genau ein Upgrade. Aber hier gibt es, glaube ich, zwei. Deswegen habe ich vorhin auf der anderen Seite nämlich nach zwei gesucht. Weil ich die nämlich noch vermisst hatte. Oh, oh Gott. Oh Mann. Hat mir ausgereicht. Mich. Den Bock. Genau, haben wir echt vergessen. Na los, komm, nimm ihn. Genau. Das ist wichtig. Und von hier aus, also das ist so ein, dieses Norfair ist bloß so ein Durchgangslevel rein theoretisch. Norfair bringt uns nämlich zu den letzten Levelabschnitt sozusagen. Zum zweiten Level. Ja, weil ich sehe alles nur das ein Level, was ein Endboss hat. Das also hat hier keinen wirklichen Endboss. Von daher. So, wie gehe ich denn jetzt hier am besten hoch? Das ist auch so scheiße. Ich könnte das wieder hier machen. Aber hier fliege ich manchmal runter. Das ist mal doof. Warte mal kurz. Jetzt. Na, das war doch ganz gut. Ah, den kann ich sogar töten. Oh, ich liebe diese Metroid-Musik, ey. Überhaupt, die haben nur geile Tracks gemacht, meines Erachtens. Aber gut. Ihr werdet noch sehen, was ich meine. Oh, scheiße. Oh, verdammt. Metroid Prime zum Beispiel. Oder überhaupt nicht nur das, sondern Super Metroid auch. Alles so eine richtig geilen Tracks. Okay. Jetzt halt einfach nur noch zurück. Aber wir verlassen nicht das Level, wie gesagt. Also. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Wie hieß denn das nächste Level dafür? Wenn das Norfair ist? War das auch Norfair? Nicht, dass ich das echt mit den anderen Level verwechsel. Ja, müssen wir halt ein bisschen zurücklaufen halt. Wow. Ach, Mann. Oh, schnell. Raketen kann ich immer noch gerne einsammeln. Bräuchte ich auch, weil ich habe definitiv mehr. 57, das ist nichts. So, jetzt muss ich mal gucken. Ging es hier hoch? Hier nicht. Gut, okay, dann hier. Ah, gut, okay.
Ungefähr jetzt. Wow. Noch höher. Ach, verdammt. Mann, schubst mich das Kackding wieder runter. Ah, verdammt. Hier ist es ganz einfach. Ich muss mir das auch gar nicht antun. So. Weiter geht's. So, wir müssen jetzt so weit zurück, wo wir den High Jump bekommen haben. Von da aus können wir dann wieder weiter. Oh, verdammt. Okay, der Ball ist jetzt außerhalb meiner Reichweite. Oh, Raketen, perfekt. Das brauche ich. Weil bald ist es soweit, dann treffen wir auf den ersten Endboss. Vom Game her der zweite, aber... Also wir greifen vor, aber das ist hier in diesen... Das ist auch geil, oder? Keine Chance. Voll in der Animation gegengerammelt. Das Spiel schreibt nicht vor, welchen Endboss wir als erstes machen sollen. Das ist auch eine coole Sache. Ah, ach, leck mich. Dann halt nicht. Oh. Ach, ich liebe die Q-Attack. Das macht das alles echt wesentlich leichter. Das muss man so sagen, wie es ist. Übrigens, Maximum an Raketen, also das höchste, was man haben kann, sind, glaube ich, 255 oder 265, eins von beiden. Und wir durften so knapp 70 haben oder so. So vom Levelfortschritt her zumindest würde ich denken. Was ist jetzt gerade gar nicht genau. Natürlich. Und hoch da, schnell. Oh, Glück gehabt. Explosion hat zwar noch das Vieh getroffen. So, jetzt sind wir wieder bei der Stelle mit dem High Jump. Und sind wir eigentlich so gut wie durch. Ja, genau. Ach, gut, kann ich gleich aufmachen. Ach, Mensch, jetzt konnte ich nicht springen dadurch. Oh, ich hasse diese Viecher. Das Schlimmste, was es gibt. Wie gesagt, mit der Warrior Suit, mein Gott, ist es noch nicht ganz so schlimm. Ohne der wäre es echt nervig. Das könnt ihr mir glauben. Nein. Oh, hallo. Ist lustig, die Energie, die da unten ist, kriegt man so gut wie gar nicht, weil wenn man blinkt, kann man keine Items einsammeln. Kann man auch keine Gegner treffen. Das ist leider sehr ätzend. So. Jetzt war es eben wirklich kurz davor gewesen. Kurz vor dem N, ne? Und da konnte ich es auch einsammeln. Eben gerade. So, ab nach unten. Und da sind wir. Man kann es nämlich erkennen, welches Level es ist, sag ich mal, an diesen Köpfen, ja? Wir haben hier zwei Köpfe. Und damit ist es auch das zweite Level. Und das nehmen wir als erstes. Und die Musik ändert sich wieder einmal. Hört sich ziemlich irre hier an. Aber ist ziemlich cool, das Level. Und es ist wirklich das Schwerste. Das muss man so sagen, wie es ist. Weil hier sind die stärksten Gegner drin. So. Achso, nee, das war ja hier vorne. Stimmt, ja. Und komm schon. Ja, perfekt. Oh! Freunde, der Part ist vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann schnappen wir uns das Goodie, was wir hier hinten noch finden. Ciao. Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.